Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, wir sind dieses Mal südlich vom alten Lager. Quatsch. Sind wir südlich vom alten Lager? Nee, eigentlich nicht. Wir sind westlich vom alten Lager. Was ich eigentlich sagen sollte, wir sind südlich vom neuen Lager. Das ist da hinten. Ja, hier fließt dieser Fluss durch. Wenn wir uns das auf der Karte einmal anschauen. Da sind wir jetzt. Okay, wir sind östlich vom neuen Lager. Ich hab's vollkommen kaputt gemacht. Himmelsrichtungen und ich, wir sind diesmal keine Freunde. Nein. Egal, auf jeden Fall sind wir hier. Und wir wollen den nächsten Fokus sammeln. Und wenn wir da mal auf die Fokuskarte von Satoras gucken, dann können wir sehen, da im Norden, hinter der alten Mine quasi, da ist so ein Fokus. Oder soll zumindest sich einer befinden. Und das ist unser nächstes Ziel. Ja, und ich bin relativ weit weg davon noch. Denn da hinten läuft beispielsweise ein Mole Rat und ich habe festgestellt, da unten sind auch noch Gegner. Und die Monster möchte ich mir natürlich jetzt erledigen, die ganze XP da absahnen. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir zum Fokus hingehen. So, vor allem dieser Mole Rat ist besonders schön, denn er gibt uns einfach mal ein Level ab. So, ich glaube, hier in der Höhle war nichts mehr. Ich habe auch festgestellt, dass da unten relativ viele Gegner sind. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte da schon mal aufgeräumt. Aber das kann natürlich sein, dass das in einer Aufnahme passiert ist, die irgendwie nichts geworden ist, die ich dann nochmal verworfen habe und neu angefangen. Aber schauen wir einfach mal. Natürlich sind die Gegner hier auch respawned teilweise. Aber es waren halt so viele. Wie zum Beispiel einfach mal 3 Varane. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur durch den Respawn passiert sein soll. Und da hinten sind so viele schwarze Goblins. Ich habe irgendwie das Gefühl, das habe ich hier noch nicht so richtig gemacht. Egal. Machen wir das jetzt. Ja, da sind so viele Goblins. Ich scheine hier noch nicht gewesen zu sein. Okay. Kommt mal her, meine Freunde. Genau, bedroht mich ruhig. Oh, warte mal, ich muss mal versuchen. Ah, das ist jetzt vielleicht ein bisschen spät. Ich hätte da so einen schönen Feuersturm reinjagen sollen. Und einfach mal gucken, wie viel es da hinrafft. Aber gut. Die stellen ja auch im Nahkampf mittlerweile absolut ja keine Bedrohung mehr dar. Aber immerhin, 120 Erfahrung pro Goblin, das lässt sich doch durchaus sehen. So, die da hinten wollen uns irgendwie nicht angreifen, warum auch immer. Da gehen wir gleich hin. Erstmal kann ich hier noch die Varane ausnehmen. Na gut, da jetzt einen Feuersturm reinzujagen, das lohnt sich auch nicht mehr. Na kommt her. Ja, da hinten liegen auch noch Gegenstände. Ich war hier eindeutig noch nicht. Habe ich das vollkommen falsch in Erinnerung gehabt? Aber gut, wir haben ja auch bisher nicht wirklich großartig Lernpunkte. Wir haben an einer Stelle Lernpunkte gebraucht, als wir den Feuersturm noch nicht nutzen konnten vor dem Orkfriedhof. Aber, na gut. Das war jetzt auch nicht so schlimm. Wir sind auch ohne Feuersturm ganz gut klargekommen. Und jetzt haben wir auch hier, dafür hier jetzt ordentlich Erfahrung bekommen. Ist also gar nicht mal so verkehrt. So, leider haben wir hier nichts großartig Sinnvolles drin. Ein Kochlöffel, ein Schürhaken. Ist halt eine Goblin-Höhle, ne? Aber eine relativ kleine. Dafür, dass die so winzig ist, sind hier ziemlich viele Goblins gewesen. Naja. Gut, so viel dazu. Dann können wir uns ja jetzt mal den wichtigen Dingen widmen. Und den Fokus holen gehen. Ich glaube, ich esse vorher noch eine Kleinigkeit. Ja, so eine Seraphis, da haben wir ja genug von. Ja. Und was wir, glaube ich, da hinten auch noch hatten, war eine kleine Snapper-Höhle. Da habe ich einmal demonstriert, dass die relativ gut kämpfen können. Und wollte dann aber noch nicht mehr die weiter bekämpfen. Na, oh ja, gegen die Strömung schwimmen. Das funktioniert ja auch sehr gut. Ich will aber eigentlich nur an dieser Pflanze vorbei. Naja, aber die Snapper können wir auch nochmal mitnehmen auf dem Weg. Vielleicht finden wir auch sonst noch hier irgendwo einen Gegner, der im Wald sich aufhält. Den ich irgendwie beim letzten Mal übersehen habe. So eine vereinzelte Blutfliege oder irgendwie sowas. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Schade. Na gut. Ah, da hinten haben wir schon die Snapper. Da kann ich einen ersten schon mal ausschalten. Und die anderen... Okay. Ich habe eigentlich gedacht, ich würde den hinteren treffen, aber naja... Oh, die machen aber ganz schön Schaden hier.
Na komm. So. Also bei denen muss ich auch immer noch vorsichtig sein. Das waren jetzt nur zwei Stück. Gut, die hauen jetzt nicht so sehr rein wie Skelette. Aber trotzdem. So, habt ihr irgendwas Schönes in eurer Höhle? Ja, außer dem Trank scheint hier nichts zu sein. Schade. Okay. So, dann brauche ich jetzt aber dringend ein bisschen Heilung hier. Und ich glaube, das können wir auch mal speichern. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. So. Wenn wir nochmal auf die Karte schauen. Ja, man sieht, wir müssen hier so ein bisschen rum. Und dann da irgendwo links rein. Ich glaube, das hatte ich euch auch schon mal gezeigt hier. Also ich bin dran vorbeigelaufen. Und habe gesagt, ja, da gibt es so einen Hang. Dann hatten wir gesehen, dass sich da auch ein paar Snapper befinden. Und sind nicht weiter da lang gegangen. Aber das werden wir jetzt tun, denn jetzt müssen wir dahin. So, haben wir wieder ein, zwei Snapper-Gruppen hier. Glücklicherweise sind die nicht so groß. Wobei, oh, da links drei auf einmal. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht auch an. Nee, scheint gut zu sein. Wow, das hat ja nicht besonders viel Schaden gemacht. Gut, sie war nicht voll aufgeladen, aber trotzdem. Ich habe irgendwie erwartet, dass es den umbringt. Ja gut, bevor ich mich mit denen anlege, sollte ich dann doch noch mal einen Heiltrank zu mir nehmen, denke ich. So. Und vielleicht noch einen Mana-Trank hinterher, wäre auch nicht verkehrt. So, dann schauen wir mal. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt, zwei mit dem Feuersturm auszuschalten. Wenn ich direkt den nächsten dahinter packe. Oha. Oha, ich habe sogar geschafft, alle drei mit einem Feuersturm auszuschalten. Das ist natürlich schön. Das gefällt mir. So, erstmal hier alles ausnehmen. Ich meine, ist ja gutes Erz, was wir da rauskriegen. Und dann schauen wir uns an. Ach, da sind noch mehr Snapper. Na gut, schauen wir uns noch nicht an, wo wir hinkommen. Schauen wir uns an, ob wir mit denen auch so gut klarkommen hier. So, komm mal her. Nummer 1. Nummer 2. Und, ach, der dritte hängt da hinten fest. So, jetzt Nummer 3. Sehr schön. Müssen wir uns gar nicht in Gefahr begeben. Das gefällt mir. So, wir könnten trotzdem mal speichern. Und ich glaube... Na, Mana-Trank habe ich genommen. Wunderbar. Da muss ich das gar nicht mehr machen. Dann haben wir auch gut gespeichert. So, wir haben eine kleine Gabelung. Und wir sehen da einen weiteren bekannten Charakter, Diego. Ich möchte aber erstmal gucken, was hier rechts ist. Beziehungsweise ich möchte es euch zeigen, weil ich weiß ja selber, was hier ist. Und zwar sehen wir da... Oh ja, toll, er greift uns sofort an. Wir sehen einen Banditen. Und... Beziehungsweise einen Räuber. Den muss ich mal gerade hier umbringen. Und mit umbringen meine ich wirklich... Okay, die Animation ist irgendwie kaputt. Aber mit umbringen meine ich tatsächlich ihn umbringen. Ja, lebst du jetzt oder bist du tot? Jetzt hier. So. Denn... Hier befindet sich so ein kleines Räuberlager. Oh, da hätte er bei jede Menge Müll dabei. Egal, nimm mal mit. Ich glaube, da oben ist tatsächlich auch noch einer auf dem Hochsitz da. Mit dem Ausguck. Ja, und schießt natürlich mit dem Bogen auf mich. Ja, ihr seht, die machen auch relativ viel Schaden. Und wenn wir mal hier runter gucken, da sind noch einige mehr. Ja, bevor ich mich mit denen anlege, ich glaube, da warte ich noch ein bisschen. Ich denke mal... Die waren hier ursprünglich für eine Quest gedacht, die es nicht mehr ins fertige Spiel geschafft hat. Und ja, die sind halt trotzdem drin geblieben und sind einfach irgendwie so ein bisschen feindlich. Und sie sehen ja aus wie Leute vom neuen Lager, aber so wie sie sich verhalten, gehören sie, glaube ich, nicht zum neuen Lager dazu. Selbst wenn man als Angehöriger des neuen Lagers hier hingeht, greifen die einen an. Also das ist nochmal so irgendwie eine eigene Splintergruppe hier. Splintergruppe, gibt es überhaupt? Splittergruppe, das ist das richtige Wort. Splinter wäre es im Englischen, beziehungsweise dann wäre es sogar Splinter. Splinter Cell, ja. Die Splittergruppe, Zelle, wie auch immer. Egal, reden wir mal mit Diego, schauen, was der hier möchte. Hey, ich dachte, du wärst tot.
Das eine oder andere Mal habe ich das auch gedacht. Seit unserem ersten Treffen ist einiges passiert. Ich hörte, du warst nicht ganz unbeteiligt daran, dass die große Beschwörung stattfinden konnte. Du kriegst ja anscheinend eine ganze Menge mit. Mehr als du denkst. Jetzt bist du auf Fokussuche? Ja, hier in der Gegend muss es irgendwo einen geben. Ich weiß, wo einer liegt. Es gibt da nur ein Problem. Ich verstehe. Was willst du haben? Du hast tatsächlich gelernt. Aber das meine ich nicht. Nein? Was ist dann dein Problem? Ein 3 Tonnen schweres Problem. Lass uns gehen. Du wirst es gleich verstehen. Aha, okay. Tja, das ist irgendwie schon interessant, dass wir jetzt diese ganzen Charaktere hier treffen. Ach, ja, Diego, erledige du die mal. Moment, das sind... Oh, das sind ja gar keine schwarzen Goblins. Das sind Goblin-Krieger. Die geben sogar mehr XP. Und halten mehr aus. Das finde ich gut. Ach, wobei, für die einen Feuersturm zu verschwenden, das lohnt sich so gar nicht. Vor allem Diego macht ja kurz einen Prozess mit dem. Kostenlos XP für uns. Yay! So. Erstmal hier die ganzen Streitkolben mitnehmen. Die sind zwar nicht viel wert, aber hey. Besser als nichts. Und die Goblin-Krieger haben, glaube ich, an sich nichts dabei. Ja, schade. Na gut. Auf der linken Seite dieser Schlucht gibt es einen Höhlengang, der zum Fokusplatz führt. Alles klar. Doch zunächst sollten wir dieses Ungetüm da drüben loswerden. Versuche, eine Schwachstelle oder irgendeine Möglichkeit zu finden, wie wir den Troll klein kriegen können. Ja, ich habe den Troll zwar noch nicht gesehen. Ich lege seine Aufmerksamkeit auf mich. Aber ja, der ist auch noch überhaupt nicht sichtbar. Ja, jetzt ist er sichtbar. Der kämpft da hinten gegen die Goblins. Nein! Hör auf! Das ist meine XP. Die kriegst du nicht. Ja, ein riesengroßes Ungetüm hier. Moment, ich muss mal gucken, dass ich die Goblin-Krieger hier kaputt mache, bevor die durch den Troll draufgehen. Das wäre ein bisschen schade. Tja, erst haben wir mit einem Rücken-Golem zu tun, jetzt haben wir hier einen riesigen Troll, der doch durchaus beeindruckend groß ist, wenn er so vor einem steht. Und ja, wir können versuchen, ihn anzugreifen, aber ihr seht, das macht überhaupt keinen Schaden an ihm. Aber ich bin hier jetzt an etwas vorbeigelaufen. Hier liegt noch ein Skelett und Pflanzen. Moment, erstmal die Pflanzen einsammeln. Das ist unglaublich wichtig, ja. So, dieses Skelett hatte ein paar Sachen bei sich. Dunkelkraut, aha. Eine Tagbuchseite und eine Spruchrolle. Ja, Diego kommt schon klar da hinten, deswegen werden wir erstmal die Tagebuchseite lesen. Machen wir sie denn? Skizze? Nein. Da, Tagebuchseite. Eine stark verwitterte Seide, deren Schrift man kaum noch entziffern kann. Der ehemalige Besitzer scheint ein Trolljäger gewesen zu sein. Der war aber nicht besonders erfolgreich, wenn er jetzt hier liegt. 169. Tag. Heute werde ich es schaffen. Ich weiß es. Die Götter stehen mir bei. Ich habe alles versucht, einen Troll zu töten. Härtester Stahl zeigt keine Wirkung und Pfeile prallten von ihm ab, als wäre seine Haut aus Stein. Nun werde ich mich dieser magischen Spruchrolle bedienen, die mir der Händler in Korinnes verkauft hat. Sie hat mich 50 Goldstücke gekostet, aber der Gewinn, den ich durch die Trophäen bekomme, wird mich reich machen. Heute werde ich einen Troll töten. Naja, wie das ausgegangen ist, kann man sich ja denken hier, mit den Überresten. Schauen wir uns doch mal an, was das überhaupt für eine Spruchrolle war. Vielleicht können wir die ja selber benutzen. Monster schrumpfen. Wert 1000. Also wenn du die für 50 Goldstücke bekommen hast, war das schon ein ziemlich guter Preis hier. Ja, jetzt müssen wir nur gut zielen, denn wir haben nur diese eine. Und irgendwie muss ich sehr nah an den Troll ran, um ihn ansetzen zu können. So. Mein Freund Troll. Wie gefällt dir denn das hier? Ach, guckt mal. Wie niedlich. Ein Mini-Troll. Und Diego haut es dabei zu, der ist tot. Wow. Das war fantastisch. Mann, du hast ja einiges drauf. So, jetzt hol dir den Fokus. Ich passe auf, dass keine weiteren unangenehmen Überraschungen auf uns zukommen. Ich habe ja einiges drauf, aber Diego hat hier einfach die ganze Zeit gegen einen Troll gekämpft und keinen Schaden genommen.
Natürlich. So, wir haben ein Trollfell dadurch bekommen. Für 300 Erz. Das ist gar nicht mal so schlecht. Beziehungsweise wir kriegen ja nur die Hälfte davon, wenn wir es verkaufen. Also 150 Erz, aber das ist schon mal ziemlich gut. Ach, guckt euch das an, wie viel kleiner der geworden ist. Ach, schon irgendwie putzig. So, ich glaube, wir müssen erstmal hier drüben hin, wo Diego jetzt steht. Denn, wenn ich mich... Oh, da kann man den Fokus platzieren. Wenn ich mich richtig erinnere... Moment, das gucken wir uns erstmal an. Ich trinke mal so einen Trank der Schnelligkeit. Dann dauert das auch nicht so lange. Ich glaube, hier war nämlich ein Tor im Weg. Und das müssen wir erst öffnen. Oha, was sehen wir denn da? Flügelschläge. Na, das weckt böse Erinnerungen an die letzte Episode. Genau, hier haben wir ein Tor im Weg. Okay, dann gehen wir doch mal zu Diego und betätigen die Winde. Dann sollte sich das Tor hoffentlich öffnen. Vielleicht können wir noch mal mit Diego reden. Vielleicht hat er ja noch was Interessantes für uns zu sagen. Hallo. Hallo. Okay. Weiter geht's. Genau. Die Winde klemmt. Oh. Die Winde scheint zu klemmen. Lass mich mal, vielleicht kann ich da was machen. So, jetzt sollte es eigentlich wieder gehen. Auch eine Möglichkeit, dass man dafür sorgt, dass ein Spieler sich nicht den Fokus holt, bevor er das tun soll. Was, wo kommt ihr denn jetzt schon wieder her hier? Wollt ihr eure gefallenen Kameraden rächen? Oh, die machen aber auch gut Schaden. Also, jeder einzelne nicht viel, aber wenn die alle angreifen... Muss ich immer hier schnell... Nein, nicht Diego angreifen. Muss ich immer schnell aus dem Weg räumen hier. So. Wunderbar. Diego, du wartest hier nämlich an. Oh, meine Lebensenergie sieht gar nicht gut aus. Kleine Mistviecher. Aber immerhin geben sie gut XP. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich schon? 94.000. Ja, wir kriegen doch gleich schon wieder ein Level ab. Cool. So, einfach mal von jeder Dosis 1. Und dann können wir mal hoch zum Fokusplatz, jetzt hoffentlich. Ich ziehe schon mal die Waffe. Ah, da ist auch unser Sprinten vorbei. Oder geht das nicht mit Schwert? Ne, Sprinten ist vorbei. Tja, alte Bekannte, die guten Harpien. Aber wir wissen ja, die sind nicht besonders anspruchsvoll zu bekämpfen. Und vor allem, das sind nur 4 Stück. Ja, das sind einfach quasi 800 kostenlose Erfahrungen für uns. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Na? Na komm. Nimmst du jetzt wohl mal Schaden? Dankeschön. Und wir haben direkt mal die zweite Stufe in dieser Folge gemacht. Das finde ich gut. Ja, für die nächste brauchen wir ganze 10.000 Erfahrung. Das wird noch ein bisschen dauern, schätze ich. So, Fokus aus der Trollschlucht. Ja, sehr schön. Dann können wir jetzt mal zurück zu Diego gehen und ihm berichten, dass wir den Fokus gefunden haben. Aber ich frage mich, was Diego hier oben getrieben hat. Ich meine, Lester bei der Festung an der Schlucht, der hatte ja seinen eigenen Grund da zu sein. Und Milton... Bei dem Steinkreis hatte auch seinen Grund, aber warum genau ist Diego hier? Nur um uns zu helfen? Hey, du hast den Fokus also gefunden. Ja gut, ich werde mal wieder die Lage im alten Lager prüfen. Viel Glück noch. Sieh zu, dass du am Leben bleibst. Wir werden uns wiedersehen. Ach, da bin ich mir sicher. Na gut, dann vielen Dank für die Hilfe, Diego, und vielleicht sehen wir uns ja demnächst mal wieder. Gut, dann würde ich sagen, nutzen wir das doch mal. Und bringen den Fokus den Wassermagiern zurück. Wenn ich jetzt auf Magie komme, da haben wir es doch. Teleport zu den Wassermagiern. Alles klar. Nee, nicht Telekinese. So, das möchte ich haben. Wusch. Hallo Satoras. Na, ich habe dir einen Fokus mitgebracht. Magie zu Ehren. Ich habe in der Trollschlucht einen Fokus gefunden. Unglaublich! Nun haben wir schon insgesamt 4 Fokussteine.
Nur noch ein einziger fehlt uns. Dann haben wir alle ursprünglichen Steine in unserem Besitz. Du hast unserer Gemeinschaft schon jetzt sehr viel Ehre erwiesen. Finde den letzten Fokusstein und unsere Befreiung steht kurz bevor. Du hast die Teleport-Spruchrolle verbraucht, wie ich sehe. Hier, nimm eine neue. Ja, das klingt doch schon mal ziemlich gut. Tja, 55 Lernpunkte haben wir schon, wow. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Kann ich eigentlich tatsächlich bald mal ein bisschen Mana lernen? Na gut, ich würde sagen, da haben wir doch ordentlich was geschafft in dieser Folge. Oh nein, warte, ich möchte den anderen Blick auf das Lager haben. Von hier hinten. Ja, wo man hier schön runter gucken kann. Und die Höhle vernünftig im Blick hat. Und den Erzhaufen da unten. Tja, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal holen wir uns dann den letzten Fokusstein. Den finden wir dann ja, wenn wir uns einmal die Karte anschauen. Da oben, ja, in einem Gebiet, wo wir auch noch nicht waren. Ich auch nicht wirklich in der Nähe. Na gut, doch, wir haben den Wald da unten erforscht. Also in der Nähe waren wir schon, aber da oben waren wir auch noch nicht. Wir werden uns dann beim nächsten Mal anschauen, was wir da so finden können. Und tja, wen wir denn da vielleicht treffen? Ich meine, wir haben jetzt bei drei Orten jemanden getroffen. Könnte ja sein, dass wir da auch jemanden treffen. Naja, schauen wir mal. Ich hoffe jedenfalls, es hat euch gefallen und ja, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.